Herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit Super Mario Maker 2. Heute schauen wir uns mal dieses Schwerttraining hier an. Das dürfte sich also um ein Level mit Link handeln. Okay. War zu gut. Ich finde das sehr stylisch hier mit den beiden Fackeln. Also es sollen halt wohl Fackeln sein. In Link-Rätseln kommen ja sehr oft Fackeln vor. So, jetzt muss ich gestehen, ich habe noch nie Link gespielt. Deswegen muss ich gerade noch mal kurz mit der Steuerung klarkommen. Ah, das ist der Bogen. Das ist alles Bogen. Ach ja, so. Ne, so steche ich zu. So springe ich, natürlich. Gut, dann muss ich noch mal ganz kurz wohl ins Tutorial schauen. Aha. Bombe hervorholen. Nach oben und dann Y. Und ansonsten dann wahrscheinlich wie gehabt. Aha. Vorher sollen wir das so ein bisschen. Gut. So, guck mal, hier ist einfach durch. Oder. Moment. Ich versuch's mal mit dem Pfeil. Nee. Da komme ich ja auch nicht durch. Okay. Das fängt immer wieder gut an. Oh, kann ich die Bombe irgendwas machen? Oh gut, aber kann ich diese Münze da bewegen, aber. Achso, warte mal. Y plus L. Oder meint der einfach nur Bombe und dann. Achso, nee, das ist jetzt werfen. Ne, Moment. So, dann runter. Ne, das bringt ja auch nichts. So. Nö. Das bringt ja auch nichts. Also ich würde ja sagen, dass ich natürlich irgendwie weiterkomme, wenn ich den Pfeil benutze. So, warte, kann ich so springen? Ja, oder? Mist. Okay, das war nicht so schlau. Nee. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon an der ersten Challenge hier scheitere. YL. Ja, das ist der Bogen. Das, jetzt kommt auch kein neues Master Sword mehr. Ist der Vorrat jetzt aufgebraucht hier? Ach, oder weil ich es nicht geschafft habe, dass das Ding da unten liegen bleibt wahrscheinlich. Jetzt ein Pfeil oder so? Nee. Moment. Ich mache ja, es ist viel komplizierter, als es eigentlich sein soll. Aber. Nee. Moment, geht das überhaupt? Ein bisschen hochspringen? Ja, doch, würde gehen. Ich versuche das nochmal. Okay, ja. Also, das ist bestimmt nicht so gedacht. Aber wenn ich es jetzt so hinkriege. Okay, erst im allerletzten Moment. Moment. Ach, scheiße. Nochmal. Nein! Oh. Okay. Ja! Okay, das war garantiert nicht so gedacht. Nee. Ups, so. Das war garantiert nicht so gedacht.
Moment, also hier komme ich jetzt nicht rein. So, hier wird mir jetzt auch nur einfallen. Nee, Pfeil nicht, sondern. Okay, jetzt wird schon die Zeit knapp. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überfordert mit diesem Level. Okay, ich kann das Ding so ein bisschen weiter durchschubsen, aber ja nicht beliebig weit. Nee, so. Oder. Nee, Moment. Stimmt, so könnte das gehen. Erstmal Bombe da rein und jetzt. Das kann's doch nicht sein. Uff. Okay. Also. Das ist. Ja, genau. Gut, es ist wahrscheinlich wirklich so, dass das nicht gerade das beste Level ist, um damit anzufangen, Link zu lernen. Jawohl. Na gut, immerhin kriege ich den Trick jetzt mal schon mal direkt hin. Ich meine, oder? Was passiert denn, wenn ich hier eine Bombe hinlege, das Schild so halte? Ich werde ein bisschen in den Ring gedrückt. Man kann sich ja durchaus durchdrücken durch so einen Ring, aber ich glaube nicht, dass das mit der Bombe geht. Moment, was wäre denn, wenn ich die Bombe so lege und dann. Auch nichts. Der Pfeil fliegt da, finde ich, gerade genug. Und leider hat er die Bombe ja ein bisschen über sich, weswegen ich das nicht einfach hier in die Lücke reinwerfen kann. Kenne ich ja auch noch. Aber der hilft mir ja auch nicht weiter. Das ist ja. Ach, das ist ja echt großartig. Achso, warte mal, hier steht jetzt was Y plus. Hä? Moment. Da steht jetzt Y hoch plus B runter. Ach, Moment mal, was? Moment, meint der so? Mist. Nein, das war einfach falsch. Moment, warte mal. Meint der etwa? Scheiße. Moment. So, und dann. Nein! Ich glaube, der meint so tatsächlich. Aha! Ach. Okay. Ja gut, man muss halt die Hinweise hier verstehen, ne? Das ist wohl die Tür, wo ich nachher mit dem Schlüssel hinkomme. Jetzt ist nur die Frage. Oder Moment. Ich glaube.
einfach Y. Hm, nee, okay. Ich hab das noch nicht so ganz drauf. Ich versuch's noch mit dem mit den Knöpfen lieber. So. Mist, die explodiert zu schnell. Aber was kann ich denn noch da durchschicken? Pfeil wird wohl nichts bringen. Wieso Y? Besonders schwer. Hey, warte mal, das war doch so, oder? Dieses Runterstoßen, ja genau. Nö. Warum sollte man da auch durchkommen damit? Ach. Nee, aber die Tür. Ich kann ja hier jetzt keine 6 roten Coins sammeln. Wahrscheinlich ist einfach in diesem Notenblock da ein Schlüssel drin. Also selbst wenn ich die Bombe mit dem Schwert runterschubse. Also ich ist jetzt trotzdem nicht schneller da hinten. Nö, war noch schlechter. Nö, keine Chance. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass es ein Link-Level gibt. Was so schwierig ist. Oh! Ja, okay. Mhm. Ganz einfach. Das Schwert darunter schubsen. Ach ja je. Hier sind wir schon mal ein Checkpoint. Das ist gut. Und jetzt haben wir hier, ich würde sagen, also 4 Röhren nach unten. In Zahlen 1, 2, 3, 4. Oben sind noch 5 Röhren. Und es gibt insgesamt 6 Coins. Na gut. Fangen wir doch mal an. Das. Oh, auch nicht schlecht. Das ist aber witzig tatsächlich. So, aber was hat sie jetzt das Ding hier oben gemacht? Ich würde mich jetzt einfach mal durchbomben. Ach so, nee, warte mal, noch besser. Ich kann doch einfach. Ups. Ich kann doch einfach. Glaube ich, hier auch das hier mit dem Schild dahin. Genau. Das ist doch viel einfacher. Okay. Hätte ich jetzt hier irgendwie einen Pfeil schießen müssen oder so? Dann da runter. Oh mein Gott. Also wie hier die Zeit vergeht. So, einmal den hier. Ach so, okay, ich glaube, ich verstehe jetzt, was das Ding mir sagen möchte. Ich soll schnell über die Kugel rüber und sie in die andere Richtung lenken. Ah, alles klar, dann da unten wieder das gleiche Spielchen. Ja. Ja gut, so nicht. Moment, das kriegen wir noch hin. Auch mal nicht schlecht, das Timing hier. So, jetzt kommen wir. Zack. Alter Schwede. Das ist doch mal hier. Nee, Moment. Nur bis hier muss ich dann jetzt so. Aha, okay. Gut.
Jetzt wieder schnell hier hin und dann theoretisch da einfach das Master Sword, das Schild halten und. Okay. Ups. Moment. Schnell wieder ein Master Sword holen und los geht's. So. Bin wieder so. Nein, ja. Das ist nicht ganz einfach. Das Timing hier richtig hinzukriegen. Na komm. Ach, ich muss ja den auch wieder machen, natürlich. Ja. Oder? Ganz schnell sein. Nein, falsche Richtung gehalten, das Schwert. Das Schild. So, komm her. So. So. Das geht wohl leider nicht. Geht doch. So, was passiert dadurch jetzt? Ach, der P-Switch wird aktiviert. Sehr schön. Ich krieg einen Coin, krieg einen Checkpoint. Und darf hier halt nochmal speichern. Und Nummer 2. Oh je, nochmal. Was haben wir? Y. Okay. Y. Nee. Verstehe. Also, ich soll diesen Dash-Move machen, heißt der, glaube ich. Nee. Soll im richtigen Moment B drücken. Um nur rüber zu springen, weil ich dann auch mehr Reichweite habe. So geht's ja nicht, ne? Nee. Okay, dann komm mal her. Also, mit so einem Hardcore-Level hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ach. Lalalala. Ist das wirklich so gedacht? Aha, oh je. Alter. Okay. Ja gut. Das wären schon mal 2 Münzen. Ach so, ja gut. Schieben kann man den nicht, aber. Nein. Gut, ja, aktivieren kann ich hier mit Pfeil. Aber das meint er doch jetzt nicht so, oder? Gut, immerhin einfacher als das, was ich mal gesehen habe mit Super Mario in SMB 1, einen Powerblock mit dem Kopf zu transportieren, aber gut, ich weiß nicht, ob das jetzt so gedacht war, aber es hat funktioniert. Aber doch, stimmt, also, ich sollte wirklich mal die Tipps lesen, der Tipp hat eigentlich genau das gesagt. So, Y plus... B. Oder komme ich das? Nee. Egal. Äh.
Oh. So, ne? Ja, okay. Witzig. Witzig, witzig, witzig. Jetzt habe ich hier einen P-Switch. Was mache ich mit dem? Ich würde jetzt nämlich erstmal sowieso an die Wand aufspringen. Ach so. Und dann so. Ja, alles klar. Das waren dann die ersten drei. Und kommt noch die Nummer 4. Also ich weiß, man kann die Dinger so ein bisschen schubsen mit dem Schild. Oh, und ich glaube, ich muss den jetzt echt dahin schubsen, dass der... Nee, okay, das bringt nichts. Moment. Ja, also laufen, und dann runter, um Schild zu drücken, so, ne? Okay. Moment. Aber warte mal, ich kann doch jetzt einfach so rüber, oder? Ja, mach ich doch. So. Ja gut, ich dachte, ich muss das wirklich mit dem Mannschaftsding einsammeln, aber ups, das war schlecht. Wirklich so, und dann ist ja auch weg und dann müsste ich ja hier einfach hochkommen. Den kann ich auch abblocken, das weiß ich. Hier kann ich jetzt ein paar Münzen einsammeln. Okay. Hätte ich ja vielleicht hoch sollen. Ja, wirklich gar. Okay, was will mir das jetzt sagen? Okay, gut, da komme ich auch nicht weiter. Geht das? Oh ja, tatsächlich. Ja. So, geht doch. Da sehe ich immer schon mal das Ziel. Achso, das ist der Safety Coin. Verstehe. Gewonnen. Okay. Cool. Ja. Okay. Also. Nicht das beste Level vielleicht, um mit Link anzufangen, aber. Ich sag mal, so lernt man auf jeden Fall alle Tricks gleich von Anfang an. Richtig. Ne? Naja. Okay. Mir hat das Level auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, euch auch. Gebt der Folge gerne einen Like. Und wenn ihr weitere Folgen mit Super Mario Maker 2 sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Und die Glocke nicht vergessen. Bis dann.